zusammen. Sommerzeit ist Wassermelonenzeit. Und wenn ihr Wassermelonen genauso liebt wie ich, dann solltet ihr dieses Video jetzt nicht verpassen. Ich habe so einen genialen Hack gefunden, den ich euch unbedingt zeigen muss. Und zwar, wie man eine Wassermelone so simpel und super schnell in mundgerechte Stücke schneidet. Man braucht einfach eine Wassermelonenhälfte oder eben eine ganze, die halbieren und dann geht das Ganze auch schon los. Die Wassermelone umdrehen. Nun in Scheiben schneiden. Das Ganze 90 Grad drehen. Und nun wieder in Scheiben schneiden. Links und rechts dabei festhalten und sich nicht dabei in die Finger schneiden. Also unbedingt mit einem scharfen Messer das Ganze schneiden. Oh, warum geht denn das so schwer jetzt? Oh. Und das war es eigentlich auch schon. Und der Trick dabei ist, so sieht das Ganze jetzt aus. Und man hat Stifte und kann sie ganz einfach essen. Ohne sich dabei voll zu sauen übrigens. Perfekt, oder? Also ich muss sagen, das ist ja wohl der Oberhammer. Ich finde das so genial und ding, ding, ding. Ich bin einfach nie auf diese einfache Idee gekommen. Ich habe die ja immer in solchen Halbscheiben geschnitten, die man dann so abbeißt. Also echt, was soll ich dazu sagen? Also so einfach. Und das war's auch schon. Ihr Lieben, wenn euch dieser Hack genauso gefällt wie mir, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Wassermelonenessen. Mmh.